nicht wach. Ja. Das der braucht Hilfe von der uns. Der braucht Hilfe? Ja. Wieso braucht er denn Hilfe? Wie hat er dir das denn gesagt? Ich habe von dem geträumt. Ach so, du hast geträumt. Ach so, ja. Und der schafft das nicht mit den Eiern. Ach so, oh. Oh, das ist aber... Oh nein. Können wir denen helfen? Ja. Meinst du, wir Eier färben? Wir färben Eier. Ja, ja, ja. Haben wir denn Eierfarben da? Nee. Okay, Dann lass uns mal suchen gehen. Vielleicht finden wir ja was. Jetzt bin ich fertig. Ich hab noch Mehl gefunden. Boah, das ist aber ganz schön viel hier. Wir haben auf jeden Fall Eier hier hinten. Ja, das ist gut. Die sind schon mal wichtig. Die können wir direkt kochen gehen. So, jetzt sind die Eier im Topf. Da können die schön vor sich hin kochen. Dann haben sie es schön warm da drin. Sehr schön. Dann können wir sie nämlich nachher wieder rausholen. Und dann kann man sie färben und essen. Wir haben das mal gemacht im Nordpol. Und da muss man dann immer Wasser kochen. Und da muss man dann das reintun, womit man färbt. Also zum Beispiel das Mehl. Und dann muss man das mit aufkochen. Aber bist du sicher, Mehl? Ja, wir haben das immer mit. Ja, wir haben das mit Mehl gemacht. Dann wurden das schöne Schneeeier. Ganz weiß. Ja, aber die Eier sind doch schon weiß. Oh. Ja, stimmt. Vielleicht lassen wir das Mehl weg. Ja. Ich glaube, ich glaube, der Osterhase meinte irgendwas. Ja. Von Zwiebeln. Zwiebeln? Ja, aber nur den Schalen von den Zwiebeln. Nur den Schalen von den Zwiebeln. Und dann dachte ich, vielleicht kann man auch noch Knoblauch nehmen. Aber der Knoblauch ist doch auch weiß. Ach ja, stimmt. Okay, aber Zwiebelschalen, wenn der Osterhase das sagt, dann stimmt das sicher. Ja. Du, was sagt denn der Osterhase zum Brotaufstrich? Ist eigentlich schön bunt. Ja, so ein bisschen orange. Ja, aber vielleicht ist das zu wenig. Ja, das könnte sein. Vielleicht nehmen wir lieber die Möhren. Ja, die Möhren sind gut, glaube ich. Die geben bestimmt viel Farbe ab. Und vielleicht können wir ein bisschen was von dem... Kurkuma da rein tun. Von dem Karuma? Ja, ja, genau. Ja, dann wird das so schön orange-gelb. Ja, das finde ich super. Okay, dann nehmen wir noch den Rotkohl, oder? Ja, Rotkohl. Der ist schon liegt, der ist blau, Rotkohl rot, ist gut. Lila, alles auf einmal. Was mit Pfeffer? Meinst du, das funktioniert? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht tun wir das lieber auf die fertigen Eier drauf zum Essen. Ja, das klingt gut. Gut. Okay. Los geht's. Auf geht's. Einmal schnibbeln. So, die Zwiebelschalen sind fertig. Ich schmeiß sie jetzt in den Topf und dann muss da noch Wasser drauf und ein bisschen Essig und Salz und dann muss das für 30 bis 40 Minuten köcheln. So, da sieht schon... Frieda, es sieht schon richtig rot aus. Komm mal zum Umfüllen. Oh ja, ich möchte sehen. Warte. Operation Ei in Topf wird gestartet. Zeig nochmal. Ich möchte nochmal sehen. Da sind die Zwiebeln. Das sieht voll rot aus. Ja. Moment, ich hol mir das erste Ei. Jetzt nehme ich die weg. Ach so, ja, stimmt. Das muss ja ziehen. Stimmt. Ich bin ganz schön müde, Fiebs. Ich auch. Weißt du, die brauchen noch lange. Du hattest, was hattest du denn gesagt? Wie lange hat der Osterhase gesagt, soll die brauchen? Ich glaube über Nacht. Über Nacht? Ja, aber wir haben ja schon Nacht. Müssen wir jetzt die ganze Nacht auf die aufpassen? Oder müssen wir über die Nacht drüber springen? So, hui. Also das kannst du ja gerne versuchen, aber irgendwie... Hui! Ich habe irgendwie nicht so viel Kraft dafür. Ja, okay, ich bin ziemlich müde. Wir könnten auch einfach abwarten. Meinst du, wenn wir schlafen gehen und dann vom Osterhasen wieder träumen, dann sind die morgen fertig? Ja, bestimmt. Schlaf gut! Du auch! Fiepsi, fiepsi. Fieps, fieps, fieps! Oh mein Gott! Die Eier, die sind fertig! Aufwachen! Oh mein Gott, die sehen voll cool aus! Fieps, komm schnell, Kuckuck! Der Osterhase ist bestimmt richtig stolz auf uns. Ja, ich finde, wir haben das auch richtig toll gemacht. Boah, dann können wir die ja bald verstecken gehen und dann können Leute die finden.
Ja, weißt du, der Osterhase hat aber auch gesagt, der kommt bald mal vorbei. Ach toll, dann können wir die mir zeigen. Nicht, dass der auch an Weihnachten kommt. Du sag mal, hast du Lust, auch jetzt schon mal Eier verstecken zu gehen? Ja, das ist voll die coole Idee. Oh ja, komm, dann gehen wir jetzt Eier verstecken. Los geht's. Aber vorher verabschieden wir uns noch, oder? Ja. Tschüss! Ich komme ja schon.